Okay, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir seit neuestem eine neue Stickmaschine im Raumzeitlabor, die 15 Nadeln hat und sich selbstständig wechselt. Das heißt, man kann ein Motiv mit 15 Farben sticken, ohne daneben stehen zu müssen und andauernd die Farben zu wechseln. Und die ist letzte Woche Dienstag oder so. Genau, stimmt. Ist letzte Woche Dienstag gekommen und ich saß im Raumzeitlabor und habe gewartet, dass sie endlich eintrifft. Und dann irgendwann kam sie und ich bin runter zu Kübler, weil die mich angerufen hatten. Und habe gesehen, okay, die kommt aus so einer Palette und wiegt 160 Kilo. Da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mal so eine Ameise und bringe die da hoch. Stellte sich raus, passt nicht durch die Tür. Dann bin ich hingegangen und habe in dem Baumarkt meines geringsten Misstrauens einen Meißel und ein Brecheisen erstanden und bin zurückgekommen, um diese Kiste aufzumachen, weil sie war rundum zugenagelt. Wie man so Stickmaschinen halt so verschickt, wenn man so Stickmaschinen verschickt. So, dann geht es los. Also man braucht auf jeden Fall eine Guy Fawkes Maste und ein Fäustel, was wir gerade nicht finden. Die Guy Fawkes Maste setzt man auf, mit dem Fäustel treibt man den Meißel zwischen Deckel und Boden der Stickmaschinenkiste. Da muss man so ein bisschen hämmern. Dann ist das Problem, der Nagel war oben total verbogen. Das heißt, man muss da oben auch ein bisschen hämmern. Und wenn man dann einen Punkt hat, wo man den Nagel greifen kann, immer so eine kleine Zange und versucht, den Nagel da rauszuziehen. Und das ist ganz schön schwierig, weil das war ein ganz schön fetter Nagel. So, dann war der Nagel draußen. Dann habe ich weitergemacht mit dem nächsten Nagel. Also Meißel rein. Dann Brecheisen rein und Kiste auf. Dachte ich, negativ, muss da weitermachen mit dem nächsten Nagel, immer wieder das Brecheisen zwischendurch benutzen. So, dann ist der Deckel ab, wenn man das einmal rundherum gemacht hat mit allen 8 Nägeln. Dann dachte ich, jetzt habe ich es geschafft, aber nee, man kriegt da quasi nichts raus. Außer dem einen Tisch. Also wieder Nägel rausmachen, beziehungsweise Kiste zerlegen. Ich habe dann unten weitergemacht. Brecheisen wieder rein. Man sieht, die Kiste kommt optisch höher. Das ist, weil ich die Wände vom Boden trenne. Dann trenne ich die Wände voneinander. Ein paar der Fotos sind ein bisschen unscharf. Ich habe die nämlich alle mit dem Stativ gemacht und dem Selbstauslöser. So, wenn man dann lang genug auf der Kiste rumgehämmert hat, dann kriegt man irgendwann die vordere Wand ab. Dann sieht das so aus. Und dann kann man den Rest der Wände auch noch abnehmen, weil dann hat man ja eine Richtung, die offen ist, kann in die andere Richtung den Rest der Kiste abnehmen. Dann habe ich mal das ganze Zubehör reingetragen. Das ist das ganze Zubehör der Maschine. Ich habe noch nicht von allen Verteilen verstanden, wie sie funktionieren oder was es überhaupt ist. Aber es war auf jeden Fall eine Werkzeugkiste dabei, um sie vollends zusammenzubauen. Ein Sack voll Schrauben. Und lauter komisches Zeug, was irgendwie komisches Zeug macht, wie auch immer. Was man da in der Mitte schön sieht, sind die Rollen für den fahrbaren Unterstand der Maschine. Das ist das hier. Das besteht aus 2 Seitenteilen und einem Verbindungsträger in der Mitte. Das habe ich festgeschraubt, dann habe ich es wieder auseinandergeschraubt und habe einen ganzen überschüssigen Lack abgemacht. Da, wo er so fette Nasen gebildet hatte. Dann habe ich den Boden eingesetzt, dann habe ich den Träger wieder rausgemacht, weil dann der Boden nicht reingepasst hat. Dann
dreht man das Ding auf den Kopf und macht die Schrauben rein, zieht sie alle schön fest. Dann kommt der zweite Boden rein, auf halber Höhe. Das ganze Ding werde ich auch noch umbauen, weil das ist irgendwie komisch und sinnlos. Dann stellt sich raus, die meisten der Löcher sind nicht groß genug gebohrt, also bohrt man sie halt nach. Wenn man sie dann nachgebohrt hat, kriegt man auch die Schrauben durch und kann das Ding festschrauben. Dann dreht man es wieder auf den Kopf und macht die Rollen fest. Und dann ist man fertig. Tada! Gibt es Fragen? Kannst du gerade ein Video aufrufen, um die neue Aktion zu sehen? Das ist jetzt eine Mehrkopfmaschine, irgendwie 4 oder so. Da kriegt man halt pro Industriehallenfläche mehr Köpfe unter als mit einzelnen Einkaufsmaschinen. Weil die Rahmen immer synchron bewegen. Also es gibt nur eine Mechanik, die Rahmen bewegt. Und wenn man einzelne Einkopfmaschinen nebeneinander stellen würde, muss man darauf achten, dass die Rahmen sich nicht gegenseitig treffen können. Ja, und jetzt dreht er einfach mal die Geschwindigkeit hoch. Also ich habe das auch schon gemacht, es geht. Das ist jetzt 4-mal so schnell wie die kleine Prada-Maschine, mit der wir angefangen haben. Und sie kann 15-mal so große Flächen besticken. Ist dabei aber nur 8-mal so teuer. Nein, nicht. Also das Ding, die wir haben. Also ich glaube, wir hätten echte Probleme, eine Vierkopfmaschine hier rein zu manipulieren. Die müsste irgendwie so halb aufrecht wie die Tür. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen würden. Weil die nackte Maschine, die jetzt drüben steht, wiegt schon 100 Kilo. Ja, ich habe immer gedacht, dass man da nicht sehen kann, wann die Nadel unten und oben ist, liegt am Video. Ich kann euch sagen, es liegt nicht am Video. Gut.